In diesem Video geht es um Kühe, Motorräder, Landschaften und auch Missgeschicke. Viel Spaß damit! Am ersten Tag ging es für uns erstmal mit dem Auto von Bremen nach Reit im Winkel. Reit im Winkel angekommen, wurden wir erstmal von 35 bis 60 Liter pro Quadratmeter Regen begrüßt. Wir bewegten uns nun vom Regen weg Richtung Süden. Der Regen sollte uns jedoch folgen, was zur Folge hatte, dass die Zillertaler Höhenstraße und der Gerlauspass größtenteils im Nebel lagen. Nach dem Gerlauspass ging es Richtung Großglockner. Das erste Schild hatten wir leider übersehen und so standen wir am Großglockner vor der Sperrung für Motorradfahrer. Oben lag Schnee und wir mussten uns eine Alternativroute überlegen. Da wir unser Hotel bereits in Winklern gebucht hatten, führte uns unser Umweg ungefähr 2 Stunden über den Felbertauerntunnel. Um fast 20 Uhr und nach 400 Kilometern kamen wir endlich in Winklern an. Nach einer angenehmen Nacht konnten wir die Motorräder wieder aus der Garage holen und uns auf den Weg nach Sutrio machen. Also über die Grenze zwischen Österreich und Italien zu den drei Zinnen. Auf den drei Zinnen allerdings wurden wir von 3 Grad und Regen begrüßt.
Für die Abenteuereinlage wählten wir die Panoramica del Vette. Diesmal aber ohne Panorama. Am dritten Tag ging es von Sutrio nach Faag am See. Der Weg führte uns über den Lanzenpass nahe der österreichischen Grenze. Kurz vor der slowenischen Grenze gab es noch einmal ein Mittagessen für uns nach italienischer Art. Nach dieser Stärkung ging es auf den Mangert. Thank you.
Nach einer Weile merkten wir, dass die letzten Biker auf dem Berg waren. Und schnell wurde uns klar, warum das so war. Ein Gewitter zog auf und trieb uns nach unten. An dieser Stelle sei gesagt, dass es für mich wirklich der stärkste Regen war, den ich jemals auf dem Motorrad erlebt habe. Und das Wasser lief aus den Ärmeln. Endlich unten angekommen, ging es für uns durch den Triglav-Nationalpark, entlang der Sotscha mit dem smaragdgrünen Wasser. Hier lud uns ein kleiner Sandstrand zu einer Pause ein. Hungrig und ausgelaugt ging es nun wieder nach Österreich zum Treffpunkt mit unserem dritten Gruppenmitglied in Fark am See. Am nächsten Tag gönnten wir uns eine kleine Erholung und fuhren nur von Fark am See nach Bad Kleinkirchheim. Die kleine Route führte uns dabei über die Villacher Höhenstraße und über die Nockalmstraße, wo wir einen tollen Ausblick bei der Kaffeepause genossen. Thank you.
Das ist der Mangard da, der. Der Ruhe, ne? Der Ruhe. Rechtzeitig im Hotel angekommen, genossen wir die Sonne mit der Willkommenslimo und haben die nächsten beiden Tage geplant. Am nächsten Tag fuhren wir planmäßig dann wieder zurück nach Sutrio, diesmal jedoch über den Nassfeldpass. Darf natürlich nicht fehlen.
Hier gab es für uns erstmal eine kleine Auszeit und ein Käsebrot. Hervorragend. Kurz bevor wir in Sutrujo angekommen sind, fuhren wir noch auf den Monte Zoncolan. Am Abend gönnten wir uns noch eine schöne italienische Pizza. Nach dem tollen Frühstück ging es für uns los auf den anfänglich gesperrten Großglockner. We'll be right back.
war ausgezeichnet und wir fuhren im strahlenden Sonnenschein auf die Edelweißspitze. Nach dem Großglockner ging es nach Zell am See, wo wir Hermann beim Aufladen halfen, und anschließend ging es für uns eine letzte Nacht ins Hotel Theresenhof in Reit-Emden. Hast du? Ja. Ah.